So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Dwarf Fortress. So, letztes Mal haben wir uns hier ein bisschen drum gekümmert, dass hier ein bisschen Sachen gemacht werden. Also Silber und Kupfer, was anderes haben wir jetzt noch nicht, weil hier nicht das kommt, was ich will. Und zwar hätte ich hier gerne dieses Pig Iron, damit wir Stahl machen können. Steel Bars, hier Pig Iron Bars. Mach mal. Irgendjemand muss das doch mal machen. Ne, die schmelzen hier schön die ganzen Sachen, das ist super, aber Pig Iron Bars hätte ich gerne. Ja. Und ich habe mir überlegt, ich will hier noch mal gucken bei den Labors. Planter und Haulers, wir machen, das soll jeder machen. Haulen soll jeder. Und was macht denn der hier, der gute Crafts Dwarf? Was kann der denn? Mood Cut. Kann ich den anklicken? Nee, so nicht. Hier, Make Rock Toy. Macht der. Rum. Stonecrafter, aha. Ja gut, dann mach doch ein bisschen was mit Stone. Stonecutter haben wir eigentlich schon einen. Egal, der soll das auch machen. So, jetzt hoffe ich, dass die hier das machen. Also irgendwas macht er jetzt hier. Iron Bars brauchen wir dazu. Dann brauchen wir hier so dieses Kalk. Ja, der tut jetzt erst hier die ganzen Sachen abmachen. Gut, das ist nicht schlimm. So, was ich noch machen wollte, auf jeden Fall, wir fangen schon mal an, eine kleine Baracke zu bauen für unser Militär. Und Mechanismen sind fertig, weil dann würde ich hier draußen nämlich auch Felder machen und irgendwas da anbauen. Wir haben nämlich bestimmt noch irgendwelche anderen Seeds. Wenn nicht, können wir die uns holen. Was haben wir denn? Das sind jetzt alles nur Sachen, die draußen wachsen. Rocknuts. Okay, das ist alles super. Aber hier zum Beispiel. Quarry Bush Leaves. Okay, die kann ich nur vergucken, kann ich aber nicht brauen. Und ich kann aber hier draußen Pflanzen sammeln und da sind dann auch Samen dabei. Deswegen, da gibt es noch andere Sachen, die man anpflanzen kann. Daraus kann man dann, was weiß ich, Kleidung herstellen, Papier und so Kram, je nachdem, was da so ist. Ja. Mal kurz überlegen, wo machen wir denn die Baracke hin? Ich würde sagen, fast hier oben. Wir machen mal hier einen Gang. Und hier mal die Baracke. Die kann ruhig ein bisschen größer. Nee, so nicht. Die kann ruhig ein bisschen größer sein, wollte ich sagen. Aber so groß jetzt nicht. Sondern hier so. Und dazu brauchen wir aber ein bisschen was zum Anziehen, beziehungsweise ein bisschen was zum Verteidigen. Deswegen würde ich hier mal, wir haben ja Kupfer, das brauchen wir sonst irgendwie nicht. Wir machen jetzt trotzdem mal hier noch zwei Kupfer Battle Axt und noch eine. Und vielleicht noch ein Armor. Zwei Stück. Und
Was kann nicht noch schaden? Hier so ein Schild. So. Da müsste es erstmal was zu tun geben. Für die Jungs und Mädels und sonstige Personen, die hier sind. Hier unten ist natürlich für die Miner noch viel zu tun. Pyrit, okay. Ja, da kommt aber schon einer und macht hier, was er machen soll. Es geht noch ein bisschen, bis Stahl kommt. Ja, die Merchants haben es geschafft zu gehen, ist auch recht. Sogar eine recht gute Kupfer Battle Axt. Hätten auch ein. Haben wir Leder? Was wir hier haben, ist auf jeden Fall so ein Viech. Das brauchen wir eigentlich nicht. Hier. Das schlachten wir mal. Ja. Die Tiere hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Den Jackbullen. Und ich würde auf jeden Fall gerne das Fett aufheben, weil da können wir später irgendwie Seife draus machen. Ach, guck mal, jetzt ist auch das hier endlich mal fertig. Hä? Hatte ich das schon fertig? Nee, das hier, ne? Ja. So, mach mal hier, was haben wir denn noch nicht so? Pigtails. Pigtails. Machen wir hier Pigtails und hier Dimble Cups. Und hier auch nochmal Dimble Cups. Und hier nochmal Pigtails. Schweineschwänze. So. Ah, der baut hier schon. Perfekt. Haben wir eine Tür? Haben wir nicht, gell? Tür haben wir nicht. Oh doch, eine Tür haben wir. Die machen wir dann hier hin. So, eine Baracke. Die braucht so ein Armor Stand. Ich muss kurz mal gucken. Also können wir alles aus Stein machen. Wir brauchen Armor Stand. Hier sind so viele Sachen, ey. Aber erstmal mal, erstmal nur drei. Oh. Und dann bitte ein Weapon Rack, glaube ich, genau. Damit sie da ihre Waffen storen können. Hier bitte auch drei. Und Chest hätte ich noch gerne. Halt. Mit H. Chest, bitte eine Gold Chest, nein, natürlich eine Wooden. Wobei, da können wir mal 10 machen, das schadet nicht. Und Betten. Betten, Betten, Betten. Wobei, mache ich nicht schon Betten? Doch, mache ich schon. Also, Betten brauchen wir erstmal nicht. Wir werden Holz brauchen, ne? Ja, Holz haben wir nämlich gar nicht. Das bedeutet, hier muss mal irgendeiner mal Woodcutten gehen. Was soll denn das? Wir haben auch nur einen Woodcutter. Okay, das ist wenig. Pass mal auf, dann machst du hier auch noch den Woodcutter. Das kann nicht schaden. Vielleicht geht dann mal einer Woodcutten. So, ihr lieft jetzt bald, das ist gut. So, läuft das hier? Haben wir jetzt hier schon ein paar Sachen hin drin? Ey. Aber hier, ne? Brustplatten und das. Ja, Kupfer. Haben wir ja massig, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Komm, wir gucken mal, was wir sonst noch kriegen hier aus. Oh, ein Alarm, das gefällt mir gar nicht. Irgendjemand ist fighting. Mit wem? Dem ist der Dings auf den Kopf gefallen.
Something has collapsed to the surface. Er hat wohl etwas ab... und seriously injured. Er kann nicht mehr stehen. Diagnose required. Ah. Also einen Doktor haben wir jetzt noch keinen. Der Gute. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein kleines Krankenhaus hin. So schnell wie möglich. Auch da brauchen wir Betten. Na, der Gute kann jetzt da nichts mehr machen. Steht jetzt hier. Ist dem doch tatsächlich ein Baum auf den Kopf gefallen oder so, hä? Ja, der fightet nicht, der liegt halt einfach da. The Stonecrafter slams into an obstacle. Okay. Linkes Bein. Cedar Locks haben ihn ganz schön kaputt gemacht, den Guten. Wir können höchstens hier unten mal kurzfristig ein Dings draus machen. Dazu braucht man Office. Hospital. So, da brauchen wir aber erst einen Medical Dwarf. Den gibt's hier bei Nobles. Medical Dwarf. Das kann natürlich keiner. Wir nehmen jetzt einfach mal den Duncan. Ah, der macht schon alles, ne? Das kann keiner, aber was soll's? Ich meine, hier als Bone Carver kannst du das doch bestimmt. So. Doktor. Hier. Das andere brauchen wir jetzt noch nicht. Diagnostiker und so weiter. So, wir brauchen Treats, wir brauchen Clothes, Splints. Haben wir alles nicht. Crutches, glaube ich nicht. Buckets. Wir brauchen viel. Wir brauchen viel dafür. Gucken wir mal, ob wir das hier machen können. Ja, war das hier? Give treat into clothes. Haben wir da was von? Die macht das auch gerade. Dann lass das mal. Habe ich das hier drin stehen? Wir machen das mal weg. Wir brauchen Treat und das haben wir wohl und Clothes auch. Ist das hier? Aber wir haben Splint, wir haben Crutch, auf jeden Fall ein bisschen. Eine Puddlebox. Miniforge, Toyboat. Okay, wir brauchen hier auch noch ein irgendein Stockpile, wo das aufbewahrt wird. Vielleicht hier unten. Ich gehe mal hier rüber. So vielleicht. Was braucht man noch? Das können wir nicht. Buckets können wir noch machen. Buckets brauchen wir immer. Das ist gar kein Problem. Also Eimer. Wooden Eimer, please. Bucket. Jawohl, mach mal 10 Stück von mir aus. Ich hoffe, jetzt kriegen wir auch wieder Holz. Jawohl. Okay. Ja, ja, der fightet gerade um sein Leben, der Junge. Und wir machen hier den Bedroom weg. So. Chests brauchen wir. Traction Bench. Chest haben wir gerade nicht, ne? Nee.
aber ist ja gerade dabei. Und Traction Bench, das ist so eine Bank. Ich weiß gar nicht, wo kann man die denn machen? Traktion Bench. Mach mal zwei. Macht er das jetzt wieder? Soll er nicht machen. Habe ich das doch hier drin stehen? Wieso macht er das denn jetzt wieder, wenn ich das gar nicht hier drin stehen habe? Macht er das automatisch? Es könnte sein, dass er das automatisch macht. Ja, das hier. No automatic weaving. Kann man hier einstellen, noch viele verschiedene Sachen, die automatisch laufen oder nicht automatisch. So. Auch hier, wenn da irgendwas mal geschlachtet wird, was aber noch keiner macht. Ich hoffe, der überlebt das da draußen. Der liegt jetzt halt da rum. Oh ne, liegt schon nicht mehr da rum. Wo ist er denn? Oh, er ist schon hier. Das ist gut. Die Ability to Stand hat er verloren. Wir brauchen aber immer noch eine Diagnose. Wo ist unser Doktor? Irgendeiner kommt und guckt. Eine Masterpiece. Eine super Chest. Das ist toll. Die nehmen wir gleich. Kommt hier rein. Weil da kommt dann das ganze Zeug rein. Also diese Krücken und Splint und was weiß ich was, was wir da so brauchen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Da sind wir soweit fast fertig. Die Buckler sind fertig. Können wir gleich nochmal machen. Ich würde sagen, wir nehmen auch nochmal zwei von den Gauntlets. Also das sind so Handschuhe. Und hier Leggings zum Anziehen. Kupfer-Leggings. Hört sich komisch an. Sind bestimmt total gut dehnbar. Noch was vergessen? Ein Helm natürlich. Wir machen jetzt erstmal alles aus Kupfer, einfach weil wir was haben. Weil dann können die nämlich hier die Baracke machen. Da brauchen wir auch noch ein paar Sachen. Die wir jetzt noch nicht haben. Ich sehe das hier. Ja, hier haben wir ganz viel Close. Ja, wir müssen doch hier auf jeden Fall noch aufteilen. Neu mit mehr Stockpiles. Naja. Okay, jetzt gucken wir mal, dass der hier wenigstens über die Runden kommt. War jetzt aber wenigstens mal irgendeiner. Crotch required, ja. Also da braucht es jetzt diese Krücke. Wir haben schon mal einen Thread hier. Crutch hatten wir. Auf jeden Fall muss nur noch hergebracht werden. Also ich meine zumindest, dass wir die hatten. Dann kann der wieder laufen, der Gute. Ich meine, mit einer Krücke, aber was soll's. Immerhin. Muss ich den noch assignen hier? Ich glaube schon. Machen wir mal. Traction Bench. Ja, guck mal, hier sind jetzt auf jeden Fall schon ein paar Sachen. Soap haben wir noch nicht. Powder for Cast haben wir auch noch nicht. Aber die Traction Bench. Hier, das ist sowas wie ein naja, ein OP-Tisch, so. Kann man sagen. Der Doktor ist immer noch nicht da. Ich meine, der Doktor ist ja auch nur ein So, das Viech wurde geslaughtert. Jetzt will ich gerade mal schauen. Hier ist das. Okay, da ist gar kein Fett dran. Könnt ihr das von mir aus verwursteln zum Essen? Irgendwann wird hier schon ein Doktor kommen und sich mal kümmern, hoffe ich.
Find Meal, okay. Weißt du, da geht der mal raus und fällt hier ein Baum und wird gleich verletzt. Ist halt, wenn man so, ja, Leute dran lässt, die keine Ahnung haben. So, Betten sind fertig. So, jetzt pass auf. Wir machen jetzt hier mal drei Betten hin. Hey, das will ich so nicht. Ich hätte gerne, dass es immer bleibt. Danke. So. Das wird ja die Baracke. Wir kriegen auch noch einen Tisch. Und einen Stuhl. Beziehungsweise mal zwei Stühle. Komm, können Sie sich unterhalten. So. Und Chest brauchen die. Zwei reichen ja erstmal. Und dann haben wir schon Weapon Rack 1. Okay. Das ist hier beim Militär und der Armor Stand. Auch ein. Immerhin. So, Knochen haben wir jetzt von den Viechern und Leder. Ah ja. So, ist mal irgendjemand jetzt hier zu unserem Patienten gekommen? Sieht nicht so aus. Der schläft noch. Vielleicht ist er auch noch, der ist auch mal noch hier so nicht so. Nicht so super. Mit seinen 86 Jahren. Keine Wunden, aber der hat sich halt, glaube ich, den Fuß gebrochen. Oder der Fuß ist ganz weg. Ab, kaputt. Naja. So. Die sind hier fleißig am Machen. Eine Toy-Axt. Das ist natürlich super. So. Wir brauchen noch Weapon Rack. Und wieso ist hier Pigtail Seeds? Hier soll doch keine Seeds sein. So eingestellt. Komisch. Manchmal bringen sie dann Sachen hin. Keine Ahnung. So, der Armor Stand ist fertig. So. Hier sind auch Seeds. Hier sollte eigentlich das Seed hin. Nee, hier soll nur Food hin. Nee, das ist auch nicht richtig. Ich muss hier nochmal ummogeln. Hier ist doch Food. Genau. Und hier bitte nur Seeds. Hab ich doch. Hab ich doch so eingestellt. Und hier bitte kein Seed. Weiß nicht, warum sie das jetzt machen hier. Überall hier die Seeds hinlegen. Pigtail Seeds, verstehe ich nicht. Oh, Winter is coming. Der Winter kommt. So, hier oben soll ja dann unsere Dings sein. Das machen wir dann, wenn der wieder laufen kann. Oh, ist jetzt mal hier der Doktor da? Herr Doktor, haben Sie ihn jetzt mal untersucht? Diagnose required. Nee. Macht nix. Ich dachte, der Doktor macht dann irgendwas. Also ich meine, er ist ja hier, aber was will er denn hier? Mhm. Mr. Medical Dwarf. Kann dem jetzt mal jemand eine Krücke geben? Ist auch noch nicht hier angekommen. Wo sind denn die Sachen? Gerade eben vorhin, war da nicht vorhin ihr Zeug da? Haben wir das jetzt alles verbraucht? Nee. Das kapiere ich jetzt nicht. Warte mal, wir hatten doch hier die Treats und die Crutches. Drei Stück. Verstehe ich nicht. Wir lassen den mal. So, hier gibt es auf jeden Fall, da habe ich gesehen gerade, das Ding ist fertig. Weapon Rack. Bauxit. Auch super. Ich glaube, mehr brauchen die dann gar nicht. Dann können wir nämlich einen Squad machen. Dazu brauchen wir aber einen... Warte mal, wir machen erstmal hier Baracken draus.
So. Und dazu brauchen wir aber so einen Militia-Commander. Keiner kann das, das war mir klar. So, wen machen wir denn da dazu? Er hat wenig zu tun. Der Eden. Eden. So, du bist jetzt hier mein Militärkommander. Dann können wir nämlich hier ein neues Squad machen. Wir machen jetzt erstmal No Uniform. Ich will das erstmal einstellen. So, und zwar zwei Stück. Der Gem-Cutter, komm. Der kann das auch machen. Erstmal zwei Stück. Und dann muss man hier unten auf Equip gehen und dann eine Uniform machen. So, ich hätte gerne, dass ihr Battle-Axe habt. Ist mir jetzt egal, was für Material. Weil es gibt nur eins. Ihr nehmt Schilds oder Buckler. Wir tun das nachher umändern. Ah, guck, das gibt's noch nicht. High Boots. Und hier haben wir Gauntlets gemacht. Und hier Leggings. Und hier ein Helm. Und dann Brustplatten. So, und das sind jetzt unsere Axtmänner. Ne? Das konfirmen wir. Und dann. Ach nee, das wollte ich nicht. Warte. Assign Uniform Axtman. So, jetzt holen die sich den Kram. So, das ist das eine. Und dann müssen wir denen noch sagen, die sollen monatlich trainieren. Also die sollen einen Monat trainieren, einen Monat nicht trainieren. Das heißt, hier nicht trainieren. So, und dann hier trainieren. So, dann wieder hier nicht trainieren. Hier trainieren. So, dann trainieren die nämlich einen Monat und einen Monat nicht. Ja, soweit. Jetzt müssten die sich. Ich muss die noch assignen hier jetzt. Genau, hier sind die Baracken und dann sage ich jetzt hier: how, select how squads will use this space zum Schlafen, zum Trainieren, zum Sachen storagen und auch Equipment storagen. The unserving rooms. Das ist jetzt die Baracke von denen. Die sind jetzt schon da. Und jetzt holen die sich hoffentlich gleich ihr Equipment. Ne? So, Rekrut und Militärkommando haben wir. Salpeter. Macht man denn mit Salpeter? Ach nichts. Ich dachte, da kannst du jetzt hier Schießpulver machen. Das wäre natürlich cool. So, hier haben wir gesagt, machen wir noch einen Stockpile für Cloth. Bitte. Damit hier keine Clothes sind. Und hier oben auch nicht. Clothes. Nix mehr. Das soll alles nach unten. Zu den Clothes hin. So, hier hinten soll dann der Doktor hin. Jetzt gucken wir noch mal. Was ist denn jetzt los mit dir? Er ist durstig, hungrig. Warte mal. Das gefällt mir nicht. Ich guck gerade mal. Gibt es das hier? Yield Care. Feed. Genau, das soll bitte ein Arzt machen hier. Arzt. Und zwar der hier. Und dann würde ich sagen, die nehme ich jetzt mal das Blenden weg. Das ist zwar doof, aber hilft ja nicht. So. Aha, jetzt kam er mal dahin, hat irgendwas gemacht oder auch nicht. Ach guck mal, er hat zumindest mal hier Needs Cleaning, können wir nicht machen. Setting, Needs Dressing, Immobilization und die rechte Rippe.
Oder Rippen sind auch nicht so. Ah, da wird schon wieder, der wird schon wieder. Glaube ich. Der wird schon wieder. So, jetzt habt ihr hier draußen auch mal das gefällt. Finde ich gut. Wie sieht's denn aus hier? Wir haben nämlich hier Wölfe und Wombat Woman. Aha, ja, deswegen will ich hier nicht einfach irgendwelche Leute draußen farmen lassen. Weil das könnte dann ein Problem werden. Wenn wir da draußen welche farmen lassen, die dann einfach von den Wölfen gefressen werden. Das wollen wir natürlich nicht. So, aber so weit, so gut. Ich hoffe, der Typ überlebt. Ich glaube schon. Das sieht ganz gut aus. Wir können es nicht sauber machen, weil wir keine Wunde, keine Seife haben. Aber ich glaube, das wird schon. Das wird schon. Da wird sich jetzt unser Arzt drum kümmern. Und ich sag mal, ne, Leute, macht's gut. Bis dann.